Hallo Leute, heute geht's mit der Endlos-Herausforderung auf schwierig weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da stand, ehrlich gesagt. Mit leicht habe ich mal nebenbei angefangen. Aber die meisten Level da sind, ja, ziemlich langweilig. Zwei Gegner, 50 Meter und dann kommt das Ziel. Aber bei schwierig, da stehe ich immer noch, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. 11 Leben verbleiben mir noch von den ursprünglich 15. Mal gucken, ob ich über den ersten Screen hier hinauskomme oder nicht. Gib mir was Gutes. 1. Sammle alle Münzen. 3. Und erreiche das Ziel. Das hört sich jetzt erstmal sehr einfach an. Ich kann mir aber vorstellen, dass er die 3 Münzen extrem gut versteckt hat. Bei New Super muss ich immer erst kurz gucken, ob es nicht doch 3D World ist. Aber eigentlich kann man es ja recht gut unterscheiden. Aber wenn es hier so reingezoomt ist, dann sieht es eigentlich voll gut aus. Wieso bleibt man denn da hängen? Lol, jedes Mal. Es geht gar nicht anders. Marios Bauch hängt da raus. Ist hier vielleicht ein bisschen viel los? Nee, es reicht tatsächlich. Den habe ich noch gar nie gesehen. Den Riesenkugel-Willi hier. Ja toll, was soll ich denn jetzt machen? Ja, ich weiß, wie es gedacht ist. Man soll halt unter Druck da wieder zurückgehen, aber wenn die Bunsenbrenner nicht mitmachen, dann hat man da keine allzu großen Chancen. Nicht wahr, Kubio? Vielleicht kriege ich das ja jetzt mal hin, mich hier nicht wie ein Lappen anzustellen. Ja? Okay, da könnte man auch direkt drüber springen. Ich warte das jetzt nochmal ab. Keine Ahnung, wie lange die vorher schon Pause gemacht haben. Juhu! Und weg hier. Alles klar, wenn ich jetzt zurückgehe, dann könnte es sogar sein, dass es mir nicht reicht. Aber ganz knapp, du. Ganz knapp. War jetzt da unten irgendwas, was mich killen konnte? Oh ja, die Kanone. Glück gehabt. Das heißt, bei den Münzen handelt es sich um rote Münzen. Mit anderen Worten. Die kann man für solche Challenges verwenden. Nein, gib das doch her. Ja, danke schön. Ja gut. Ich muss mich jetzt erstmal hier oben umsehen. Da oben ist auch tatsächlich eine. Ich muss da hoch. Nein, dämliches Fließband. Wieso dreht sich das jetzt in die andere Richtung? Das ist doch voll gemein. Boah, Fließbänder sind der natürliche Feind eines jeden Mario-Spielers. Wie so viel anderer Stuff auch. Ich hoffe, er hat noch mehr unsichtbare Pilze versteckt. Ich halte mal Ausschau. Und an diesen Spikes kann man auch ständig sehr leicht sterben. Besonders, ja, wenn sie hier so offscreen platziert sind. Ich hasse das. Okay, ein paar wohlgetimte Wandsprünge führen hier wohl zum Ziel. Und jetzt mit der Plattform, mit dem Aufzug. Hier vorbei. Spikes, Spikes, Spikes. Mehr gibt's hier nicht. Da ist das Ziel, aber ich brauche noch eine Münze. Oh, ich hab sie. Ich hab sie gar nicht mal gesehen. Ja gut, dann kriege ich ja das Leben zurück, das ich verballert habe. Aber ich finde so mit durchschnittlich nur 3 Lebensverlusten, denn maximal 3 Leben kann man sich ja mitnehmen pro Level, hier durchzukommen durch diesen Modus, das ist schon richtig schwer. Und auf sehr schwierig. Also da geht man einfach früher oder später down. Das hängt ja dann fast nur noch vom Glück ab, was für Level man bekommt und ob man in denen überhaupt Leben finden kann. Das ist ja nicht selbstverständlich, gerade in Kaizo-Leveln. Ja, machen das die Erbauer normalerweise nicht, weil es gar nicht dafür gedacht ist für diesen Modus. Erreiche das Ziel, ohne getroffen zu werden. 3D Run. Soll ich das tun? Soll ich runnen? Ja, wenn ich mir dieses Geräusch anhöre, dann habe ich wohl wirklich nicht besonders viel Zeit. 40 Sekunden ungefähr waren es zu Beginn. Oh Gott, das Auto. Ich habe das noch nie benutzt. Was macht das? Okay. Kann man das nicht abbremsen irgendwie? Oder was ist denn das? LOL! Frag mich nicht, was hier gerade passiert ist, aber auf jeden Fall habe ich es irgendwie ans Ziel geschafft. Ich schwöre, in echt fahre ich besser. Okay. Wieder enorm viele Plätze nach oben gesprungen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass hier nur 3000 Spieler oder irgendwas mitmachen. Die werden halt alle den gleichen Rang haben. Leute, die
genau gleich viele Level abgeschlossen haben. Ein Japaner. Mir zieht sich alles zusammen. Schon wieder dieses Auto. Yahoo! Ja, das ist... Ich habe keine Ahnung, ey. Das steuert sich wie ein... Also jetzt ist die Analogie mit dem 40-Tonner wirklich mal angebracht. Was zur Hölle? Das geht immer mehr kaputt, je öfter man gegen die Wand fährt. Und 3 Treffer oder sowas hält es aus. Dann zerschellt es. Ja, dann, will ich das überhaupt benutzen? Weil ich kann damit so gar nicht umgehen. Ich muss das erstmal ein bisschen üben. In trockenem Gelände. Sieht aber ehrlich gesagt nicht so aus, als dürfte ich das. Weil hier wäre das Auto natürlich schon extrem vom Vorteil. Ja, hier komme ich doch nicht durch. Was soll ich denn hier machen? Ja. Ohne Auto ist das hier viel zu anstrengend. Also dann. Erste richtige Fahrstunde steht an. Als erstes würde ich gerne mit dem Ding mal fahren, ja. Und vor allem springen. Weil das ist extrem momentumabhängig, ob das überhaupt funktioniert. Helikopter, ich kann das Ding überhaupt nicht steuern. Wieso brauchen das so lange, um umzudrehen? Ich fasse es nicht. Jetzt ist mir auch noch ein Reifen abgefallen. Mega anstrengend. Nein, was? Wieso hat das gegen den Banzai-Bill gezählt? Wie ich mich anstelle. Ich glaube, das frisst alle meine Leben auf. Ich kann das nicht steuern. Das ist ja abartig. Jetzt macht er da einen Weitsprung. Ich glaube, ich raste aus. Yeah. Diesmal habe ich es geschafft, da hochzugehen. Will ich das überhaupt? Nein, passt nämlich nicht. Unfassbar. Kann man das auch langsamer fahren? Kann man mit dem Ding abbremsen, ohne dass ich komplett zum Stillstand kommen muss? Das wäre nämlich extrem hilfreich. Boah. Also ich bin unverwundbar in dem Ding, aber es geht halt kaputt nach einer Zeit. Ey, geschafft. Und fast noch gegen die Eisblöcke gedonnert. Das war nämlich der letzte Treffer, den ich hätte einstecken können. Wow. Zwar keine Leben mitgenommen, aber Hauptsache durch. Und, wie viele Plätze habe ich gut gemacht? 200 ungefähr. Ja, da muss nur ein mega krasses Level kommen, dann bin ich hier raus. Ghost in the Mirror. Geist im Spiegel. Ich glaube, ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Nein, sie läuft. Oh mein Gott, dankeschön. Ich habe gerade mega Panik bekommen. Hier sind die roten Münzen optional. Und ja, ist ja gut. Dann werde ich sie in diesem Modus auch nicht versuchen einzusammeln, wenn es nicht zwingend notwendig ist. Hier geht es nur darum, durchzukommen und so viele Leben wie möglich zu sparen. Dämliche Maulwürfe. Da sind noch mehr. Ich renne hier einfach durch. Aber bisher macht das Level einen vernünftigen Eindruck. Oh, das habe ich auch noch nie gesehen. Der Dunkeleffekt. Ich habe die auch noch gar nicht freigeschaltet für mich selbst. Das sieht mir ganz danach aus, als wäre das der gleiche Bereich wie gerade eben. Nur halt jetzt mit diesem Ausschnitt. Ich habe mich gerade gefragt, wo bleibt denn der? Und natürlich kommt er genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Ausschnitt ist aber auch winzig. Man sieht hier überhaupt nichts. Das ist zwar ganz nett, dass er mir den Level vorher gezeigt hat, bevor er mich hier langlaufen lässt, aber trotzdem. Ah, siehst du, daran konnte ich mich jetzt zum Beispiel nicht mehr erinnern. Maulwürfe immer noch da? Ja, also einfach durch. Puh. Macht brutal Stress. Checkpoint. Es geht weiter mit Switches. Hätte ich also sowieso nicht geschafft, die roten Münzen einzusammeln. Bitte kill mich nicht. Uff. Bisher wurde ich zwar immer nur rausgedrückt, aber es könnte auch sein, dass man vielleicht zerquetscht wird, wenn man ganz dumm an so in die Blöcke reingerät. Ach so, stimmt. Macht Sinn, dass das mich jetzt nochmal machen lässt. Oh, und der Switch verändert sogar die Größe von dem Ausschnitt und macht ihn noch kleiner. Ah, man duckt sich einfach nur. Ja, aber wenn man da nichts hat, womit man den Switch nochmal umdrehen kann, dann hängt man für immer fest. Oh, wieso habe ich ein Gedächtnis wie eine Stubenfliege? Okay, das war der Mega-Jump.
Boah, geschafft. Wow. Und da den Moment abzupassen, wo man springen muss, das ist schwierig. Ziel? Ziel. Und 3 Leben mitgenommen. Das heißt, ein Plus von 2. Gerne doch, so kann es weitergehen. Ja, das war cool. Das war cool gemacht. Und der Effekt am Ende, der hat perfekt gepasst. Ich finde es auch sehr hübsch, wie hier auf der Oberwelt immer passend zum Level-Thema dann so ein Symbol erscheint. Liebe zum Detail. Super Mario Droid Zero Mission. Aha, da hat sich wohl jemand die Mühe gemacht, ein Metroidvania-ähnliches Level zu erstellen. Das gab es früher auch schon. Meistens muss man dann ein bestimmtes Power-Up finden, um voranzukommen. So wie es halt in Metroid oder Castlevania der Fall ist. Bisher sehe ich aber in die Richtung noch nichts, außer rote Münzen. Seht ihr da unten zum Beispiel? Da brauche ich jetzt eine Feuerblume oder halt irgendwas anderes, ein Panzer etc. Vorausgesetzt, ich habe es mir jetzt nicht schon verbaut, weil ich da einfach durchgekommen bin. Hier muss ich... Hier... Ja, Theo, ich glaube, er will, dass ich hier groß bin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man da auch drüber springen kann. Als Klein Mario. Über 2 so billige Spikes. Hier ist was, wo ich durchkomme. Aber... Ja, okay, ich gehe durch. Bin zwar jetzt eingesperrt. Ich hoffe mal, das hat er bedacht. Ja, yep, hier kriege ich was Schönes. Aus der Röhre kommt wahrscheinlich ein weiterer raus. Falls ich ihn verlieren sollte. Ja, okay. Hat sich wenigstens ein paar Gedanken gemacht. Das freut mich. Dann... Gehe ich jetzt mal nicht in Richtung Spikes, sondern gehe ich mal hier lang. Ich meine, wissen kann man es eh nicht. Das ultimative Ziel wird es schon sein, die roten Münzen einzusammeln. Hallöchen. Oh, wieso vergesse ich das immer, dass der viel zu clever ist? Oh, er macht das nicht mehr so lange. Das finde ich gut. Das hat mich immer extrem genervt. Wie, oh, jetzt hat er mich dann gleich. Wie soll ich denn hier noch wegkommen? Junge, was hast du vor? Das könnte ja Kraid sein. Aus den Metroid-Spielen. Auch so ein Dino. Ja, das Problem ist halt... Nein, bitte. Das ist alles ohne Checkpoint. Wenn ich jetzt hier fehle, dann muss ich wieder ganz von vorne anfangen und jedes Power-Up erneut einsammeln. Also wäre schon ganz cool, wenn ich nicht sterbe. Weder getroffen werde, noch sterbe. Was war denn hier vorne noch alles? Da brauche ich eine Bombe? Mhm. Dann gehe ich jetzt aber doch nochmal an die Stelle mit... Nee, gehe ich nicht. Gehe erst hier lang. Oh, Gott sei Dank ist das zerschellt. Sonst wäre ich nämlich fällig gewesen. Hört auf, mit Flammen zu schießen. Da hätten es doch auch normale Piranha-Pflanzen getan, ey. So, das war vielleicht Ridley. Wir wissen es nicht. Da oben ist ein Checkpoint. Dafür muss ich 100 pro erstmal durch die Tür. Ah, blöder Winkel von den Feuerbällen. Die treffen den Sack nicht. Okay, das ist ein Treffer. Tschüssi. Da steht er auch schon wieder auf. Wie lange der in der Luft stehen bleibt, ne, wenn er die Flügel hat. Ist abartig. Okay, das schafft er nicht. Das heißt, er ist fällig. Dankeschön. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Hier brauche ich... Oh, danke. Ein Cape. Genau das brauche ich hier. Peacewitch hätte es auch getan. Aber da ich das Cape sowieso so mag... Gerne doch. Damit könnte ich jetzt sogar unverletzt über die Spikes drüber und mir das Trampolin holen. Weil ich ja jetzt ein bisschen langsamer schweben kann. Das Problem ist halt nur, dass ich durch dieses One-Way nicht mehr zurückkomme. Deswegen versuche ich jetzt mal zu fliegen. Um mein Ziel auf diese Art und Weise zu erreichen. Hm. Also, hier war ja gar nichts. Jetzt fällt mir das erst wieder ein. Stimmt, da war ja alles zu. La-da-da. Also wieder zurück. Huch, wollte ich gar nicht. Holla, die Waldfee. Jetzt wäre ich fast noch da hochgekommen. Egal. Erstmal den Weg wieder finden. Hier geht's lang. Habe ich mich eigentlich da rechts schon umgesehen? Da komme ich nicht hin. Da brauche ich das Trampolin. Und hopp. Reingehen tut's nicht. Ja, als die neu waren, diese Art von Level, da habe ich die eigentlich relativ gefeiert. Aber inzwischen... Es ist halt wirklich immer das Gleiche, ne?
Und es gibt auch nicht viele Möglichkeiten, in welcher Reihenfolge man die Items den Spieler einsammeln lassen kann. Sonst, ja, zerbricht dieses ganze Format. Deswegen immer sehr, sehr gleich, sehr eintönig und mit der Zeit auch ein bisschen langweilig. Yoshi, du kannst Flammen essen. Hoffe ich. Ja, kann er immer noch. Aber er ist so dick, ich komme hier nicht durch. Ich nehme mal noch eine mit, als Reserve. Vielleicht kann ich damit irgendwas kaputt machen, was der Ersteller nicht bedacht hat. Das mache ich immer besonders gerne. Nö. Da hätte es sowieso eine Flamme gegeben. Noch 3 Münzen und 230 Sekunden übrig. Ey, weh, ich sterb da am Ende. Kann ich hier vielleicht Yoshi mitnehmen, indem ich fliege? Ah, nicht genug Platz, um Anlauf zu nehmen, leider. Naja. Unter Umständen wär's möglich. Jetzt kriege ich den Helm dazu. Wie sieht denn der aus? Der hat sich verändert. Er sieht um einiges hässlicher aus. Wieso haben sie das abgeändert? Ah, da kommt was raus, oder was? Tatsache. Bamski, weg mit dem blöden Mole. Ich mach die jetzt alle platt. Und anschließend nehme ich noch ein weiteres mit. Irgendwo läuft noch was gegen ein One-Way-Gate. Da nämlich, da unten. Aber da bin ich ja gerade eben rein. Bin ich das überhaupt? Weiß es gar nicht mehr. Switch! Nee, das ist ein Bereich, den kenne ich gar nicht. Ich bin total verwirrt. Ist das jetzt der gleiche Bereich oder nicht? Doch, es ist der gleiche Bereich. Manometer. Da hätte man auch ein paar Wegpunkte einbauen können, damit man sich das hier besser merken kann und nicht alles so gleichförmig aussieht. Jetzt komme ich also hier raus und mit Hilfe des Helmes kann ich mir auch eine Bombe schnappen. Ja. Aber bevor ich das tue, gucke ich kurz mal hier oben rein. Vielleicht. Ja, da hat er sogar noch eine versteckt. Die muss man nicht unbedingt finden. Hat der Koopa eine Bewandtnis? Ich hoffe nicht. Ich nehme einfach nur die Bombe mit. Jetzt kommt da immer mehr von oben runter. Haha, dämliche Bombe. Ich hab sie alle. Muss ich nur noch erinnern, wo... Ah ja, genau, am Anfang. Am Anfang war die Schlüsseltür. War's das? Yes! Hey, Samus Arans Raumschiff. Aus Blöcken gebaut. Nette Idee. Gibt's hier vielleicht noch was, Leben? Ich hätte... Ups. Ich kann gar keine Blöcke öffnen. Und da scheint auch nichts drin zu sein. Haha, wie ich Samus Raumschiff kaputt mache. Na gut, dann versuche ich wenigstens oben ans Ziel zu kommen. Dann kriege ich noch eins. Aber mehr hieß hier wohl nicht drin. Zack. Das dauert halt eine ganze Weile, bis man sowas gebaut hat. Ich kenne das. Ja, ich finde das so herrlich, wie schnell dieses Level beendet hier reinfaced. Das hat in Mario Maker immer ewig gedauert. Da warst du zum Teil 20, 30 Sekunden am Warten. Ach so, habe ich überhaupt noch Zeit? Ja, komm. Wenn es nicht gerade wieder so ein Level ist, dann kriege ich es noch in diesen Part. Dry Bones Ship. Das Schiff der Knochentrocken. Ein Nachtthema mit Regen. Was ist denn hier die Besonderheit? Und die Sägen, die knattern jetzt auch so schön, wie in Mario World. Oh, diese Musik. Die ist richtig cool. Ich glaube, die stelle ich mir mal an, wenn ich nicht schlafen kann. Ich bleib einfach hier unten, solange mir das ermöglicht wird. Ah! Man möchte nicht, dass ich da unten verweile. Ja, verfolgt mich nur, ihr blöden Fische. Ach, da ist eine Decke. Da unten müsste jetzt irgendwo ein Ausgang sein, weil der Bildschirm geht nicht weiter. Ja, da ist er auch. Wie er anfängt zu laufen. Oh Gott. Nein! Oh mein Gott! Hier ist ja gar kein Wasser mehr. Ich bin wahrscheinlich down. Ja, wie soll man das denn überleben? Also wenn man hier nicht sofort losgeht, dann ist man down. Da kann man nichts machen. Bruch, sofort los, sofort los. Wenn die anfangen mit Knochen zu schmeißen, dann ist man weg. Ja, das war jetzt nicht so schwer, aber man muss es halt wissen. Ein Stern, der meinen Namen Was? Seit wann können die das? Jetzt habe ich es, glaube ich, endlich geschnallt, was hier los ist. Ich habe zwar normale Physik, aber die Gegner verhalten sich, als wären sie unter Wasser. Deswegen haben auch die Knochenfische so komisch reagiert. Obwohl sie sich an Luft eigentlich befunden haben.
No! Wie mich diese, egal was es ist, wenn es an so einem Fallschirm hängt, ob es nun Gegner sind oder Items, ich spring jedes Mal dran vorbei. Okay. Ist das alles? Die zwei Knochen trocken wegrammen und dann komme ich durch beide Türen durch. Yes, es ist geschafft. Und immerhin kriege ich 3 Leben wieder gut geschrieben. Also nur 1 minus. Oder 2? Weiß gar nicht, was ich vorher hatte. Auf jeden Fall kriegt das kein Toll. Das hat mir zu viele Leben abgezogen. Und zwar auch nicht so interessant eigentlich. Alles klar, wieder 5 Level geschafft. Und mal schauen, wie es im nächsten Part dann weitergeht. Ob ich vielleicht den Übergang in den nächsten Bildschirm schaffe. Wünscht mir Glück und bis dahin. Ciao.